Servus Leute, wieder mal, oder man muss sagen, mal wieder zu einem Video. Ist schon eine Weile her, wo ich das letzte gemacht habe. Die letzte Zeit ist nicht viel gegangen. Habe mir Mitte März irgendwann Corona eingefangen und habe da ein bisschen Probleme gehabt mit der Luft, weshalb ich ja einen Weltcup dann sausen lassen habe. Aber jetzt ist wieder alles gut. Habe jetzt die letzten Wochen einfach locker mein Training machen können, nicht zu wild, aber jetzt fühle ich mich so, als ob eigentlich alles wieder rum ist. Deshalb habe ich jetzt Lust, Gas zu geben, bin nach Tschechien gefahren, nicht weit weg von mir, wo ich hier vor ein paar Jahren mal so eine kleine Strecke gebaut habe. Weiß nicht, ob die noch in Schuss ist. Da sieht man es, bin quasi direkt, wo man dann rauskommt. Bin jetzt hergefahren mit dem E-Bike, weil einfach geiler, einfach lustiger, gerade mit dem Hochtreten dann. Kleine Hacke, um die Strecke herzurichten, wenn es nicht passt. Wetter, wahrscheinlich überall gerade in Deutschland nicht so gut, hier noch Schnee. Richtig beschissen, deshalb haben wir die Bikeparks nicht offen. Weshalb es halt gerade ein bisschen kompliziert ist, Downhill zu fahren. Deshalb E-Bike, paar Zeitläufe heute. Ihr seid dabei. Let's go, ja? Oh Mann. Es wird auf jeden Fall eine richtig glitschige Geschichte, glaube ich. Der war noch nicht drin gelegen. Scheiße. Aber Bunnyhop-Höhe, hoffe ich. Richtiger sketchy Abschnitt. Weil man eigentlich, also man kommt eigentlich echt schnell von so einem ziemlich stumpfen Steintrop. Und früher ist die Strecke da runtergegangen und man ist einfach auf Highspeed geblieben, aber die haben das alles eingezäunt, weil sie da Bäume frisch gepflanzt haben. Jetzt ist die Strecke außen rum gelegt. Deshalb auch das E-Bike gut, weil es ist wirklich so für, keine Ahnung, 15, 20 Sekunden ziemlich flach. Aber das hier ist die Hölle. Gerade bei Nässe. Das schaut schon so aus, als ob es sagt, rutsch weg auf mir bitte. Hier war Wald. Letzte Mal noch. Das ist ein Riesen, was heißt der Riesen? Steinfeldabfahrt. Jetzt leider unterm Schnee. Und dann war das eigentlich ein geiler, aber schwieriger Double. Und jetzt ist das halt für die Waldmaschinen komplett platt gefahren. Ich glaube, den probiere ich jetzt zumindest irgendwie wieder zu beleben. So. Zumindest ein bisschen. Keine Ahnung, ob das heute in dem Schlamm irgendwie möglich ist, da drüber zu springen dann. Aber im Zweifel gilt eh, je asozialer der Sprung gebaut ist, desto näher kommt es dem, wo wir bei den Rennern fahren. Also nicht zu viel Mühe geben. Aber ich glaube, mit dem Speed wird es heute ein bisschen hart darunter. Der Baum war halt auch mal hier gestanden eigentlich, da wo das Loch jetzt ist, war die Strecke. Gut. Da haben wir einen Übeltäter. So, jetzt sind wir oben. Ihr habt es gesehen, die Bedingungen sind nicht gerade perfekt. So richtig Highspeed wird das wahrscheinlich heute nicht. Ich hoffe, dass es mit dem Schnee geht, dass es nicht zu glatt ist. Jetzt machen wir einen ersten Lauf, dann sehen wir eh weiter.
Okay, ich starte nochmal. Neuer Versuch. Geht denn ab? Naja, das ist bitter schwierig heute. Alter, was mache ich hier? Es ist grau, es ist kalt, es hat Wind, die Strecke ist kaputt, es ist glatt, es hat Schnee. Aber mei, manchmal ist es so. Ich zeig bloß die Realität. Deshalb geht das Video jetzt weiter, weil ich jetzt kurz überlegt, einfach nicht mehr weiter zu filmen. Aber geht weiter. Also der erste Lauf war gerade 1,55. Ich denke mal, dass das genauso langsam ausschaut, wie es sich angefühlt hat, aber es ist einfach so technisch schwierig. Aber jetzt kommt er. Der erste Sprung ist die Hölle. Ja, glaube ich, ja. Also ist auch, ja, gerade bei den Bedingungen ist es... Oh.
Naja, zumindest mal 4 Sekunden schneller. Oh, perfekt. Diese paar Zentimeter hoch und dann die Sprünge überall. Alles, was bauen ist, ist gut. Die Strecke braucht ein bisschen, bisschen ist Liebe. Schon alt. 10 Jahre, ich weiß nicht. Ich wohne in Asch 6 oder 7 Jahre. Ich diese einmal gefunden. Aber alle die Sprünge waren 20, 30 Zentimeter. Manchmal diese große unten. Ja. Da war ein bisschen so hoch wie jetzt. Ich habe das damals mit dem Bagger gebaut. Ja, das. Und jetzt ist 10 Jahre später alles mini. Also wieder 1,51. Wenn in der 4,9 oder 4,8 dort steht, fährt heute halt dieser schwarze Bus auf jeden Fall nicht weg.
Piste ist jetzt noch. Selbst die GoPro hat ab der Hälfte jetzt keinen Bock mehr gehabt. Akku war leer. Meine Zeit habe ich geschafft, also zumindest nochmal verbessert. Und jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr. Ist wirklich heute ein bisschen trostloser. Also der Akku ist auch leer. Ich bin raus. Ciao. Mal schauen, ob ich das hochlade.